Liebe Kinder, liebe Familien, heute extra ein Video für euch aus der Kirche. Besonders für die Kinder, die eigentlich morgen ihre Erstkommunion hätten. Ja, es tut mir sehr leid, dass wir das verschieben müssen. Aber ihr wisst ja, aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Wir werden alle feiern, zu späterer Zeit nachfeiern, sodass ihr euch noch eine längere Zeit darauf freuen könnt. Wahrscheinlich wird das irgendwann nach den Sommerferien sein. Aber wir werden auf jeden Fall eure Erstkommunion feiern. Heute am Abend vor dieser Erstkommunion, die eigentlich geplant war, hätten wir die Lichterfeier gefeiert und hätten uns an eure Taufe erinnert. Deshalb habe ich heute Abend auch eine Taufkerze mitgebracht und ihr seht, diese Kerze brennt noch nicht. Die würden wir dann auch erst bei der Lichterfeier entzünden, einen Tag vor eurer Erstkommunion, noch eine besondere Feier zuvor und dann eure große Feier. Ja, unter dem Motto, dass ihr auch hinter mir seht, wir folgen Jesu Spuren. Jesus geht besonders auch jetzt in diesen Tagen mit uns. Wir dürfen auf seinen Spuren unterwegs sein. Er schenkt uns trotz aller Einschränkungen und Zurückhaltung, schenkt er uns Freude, Vorfreude auf das, was kommen wird, wenn dieser Virus endlich vorbei ist. Es wird noch einige Wochen, vielleicht einige Monate dauern, dass wir uns wieder richtig treffen können und dass wir uns dann auch vorbereiten auf eure große Erstkommunionfeier. Ich selber freue mich auch schon sehr und ihr seht, die Kirche ist auch schon im festlichen Schmuck. Die Kerzen brennen, auch die Osterkerze brennt neben mir. Und das alles soll ein Zeichen sein, dass Frau Bücksteg, alle Katechetinnen und Katecheten und ich sehr an euch denken, besonders heute und morgen, wo wir eigentlich ja in einer großen Feier zusammengekommen wären. Aber wir holen das alles nach, das verspreche ich euch. Und ihr könnt euch schon vorfreuen auf alles, was dann Schönes passieren wird. Ja, die Zeit bis dahin wird auch gut vergehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei allem, was ihr im Moment tun könnt. Und viel Freude darauf, dass ihr die anderen wiedersehen werdet. Lasst euch die Zeit nicht so langweilig werden. Vielleicht könnt ihr ein bisschen miteinander telefonieren oder auch andere Möglichkeiten finden, in Kontakt zu bleiben. Auch eure Katechetinnen und Katecheten tun das sicherlich. Und wie gesagt, Frau Bücksteg und ich versuchen auch, euch immer zu informieren, euch zusammenzuhalten und in Kontakt zu bleiben. Und ganz besonders wollen wir dies auch mit Jesus tun, dass wir mit ihm in Kontakt bleiben, auf seinen Spuren gehen können. Das wünsche ich euch allen ganz besonders, dass ihr jetzt in diesen beiden Tagen Christus spüren könnt, Jesus spüren könnt, dass er bei euch ist und mit euch den Weg geht. Alles Gute euch, eine gute Zeit und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Tschüss.